Kinders Nacht heute mit ganz tollen Gästen. Wir fangen an mit Annette Frier, die ist heute da. Ich freue mich, denn Helmut Karasek, der singt nicht nur, sondern bringt endlich mal Niveau in meine Sendung. Christian Venus kommt und singt und Basta kommen und die singen auch, aber ohne Instrumente, aber trotzdem irgendwie toll. Alles ganz toll, toll, toll. Meine Schelte-Jungs, ihr seht besser aus als zuvor. Und meine Nase wächst. Nein, das meine ich so. Haben wir denn da? Nein, ich bin auf Diät. Ich löse mich von diesem Regenmantel. Ich bin heute bewusst etwas entschlossen. Es kommen junge Frauen und alte Männer zu Gast. Man muss ja nicht immer reden. Meine Band! Das ist prima, prima, Gloria. Hey, wir glauben an den lieben Gott und haben auch immer Durst. Hey! Hey. Wahnsinn! Norddeutscher Schentico, Annette. Alles Kölner! Verkleidung. Ja, genau. Ein bisschen verkrafte Kölner, ne? Ja, die kommen alle aus Köln. Dann haben wir zu kennengelernt. Oder? Ja? Ich lege Gibt's Kölsch oder was? So, ich mache ich auch immer so. Aber ich links und du rechts. Ja, weil links wäre jetzt total doof. Dann würde ich sagen, hallo Annette, wie geht's? Hallo Ina. Ja. Das ist total... Oh, das ist ein super geiles Hörspiel. Hätte auch was. Total. Hätte auch was. Und ich würde dich jetzt fragen, was mache ich gerade? Du fummelst an meiner Musikecke rum. Nee, und siehst dir die Instrumente. Nee, du hast gerade den Bauch des Buddhas gestreichelt. Ach so, Scheiße. Oh nein! Ich würde wohl voll lustig aussehen. Ja, die war eigentlich für meinen nächsten Gast. Entschuldigung. Lass mal weg. Aber hier steht sie auch! Weißt du, man präpariert und präpariert. Man präpariert und präpariert, kommt der erste Gast. Und wenn nur die Gäste nicht wären in der Sendung, es könnte so schön sein. Kleiner Spaß. Es war sehr gemein, ich aber so, ich reiß es ab, war ich ein Witz auf deine Kosten. Mal Kölsch, ist doch alles du, Mist. Sag mal, und du hast jetzt ein bisschen Pause gemacht. Wir kennen dich ja so Lindenstraße, wollte ich gerade sagen. Entschuldigung, Schillerweg. Schillerstraße ja. Und Sesamstraße. Und so war es. Und Lindenstraße. Nee. Wird in Köln gedreht. Ich will sagen, du hast Sesamstraße gemacht und du hast Schillerstraße gemacht, ja. Aber es gibt auch die Lindenstraße. So. Es gibt auch eine Mozartstraße. Auch in Köln. Ja, ja. Genau. Okay, als Sendung meine ich. Ja. Mein Gott, Annette, wir fangen gleich an zu grooven. Ich weiß es. Wir sind so kurz davor, dann geht's. Du bist als Mutter und dann dazu noch von Ganz Zwillingen. Ganz gelassene Mutter. Eine sehr gelassene Zwillingsmutter. Ja. Aber du hast früher total harte Witze über Kinder gemacht. Ja. Mhm. Soll ich dir ein bisschen erzählen? Wie, willst was du? Ja, welche? Ich mich verfällt ja, mir eine Kinder, einen, ja, gut durch und so. Ja, ja, genau. Konnte ich mich ja. So erinnern. Ja. Wo ich noch dachte, mache ich Mensch, immer noch natürlich selbstverständlich. Die Frier, was hat sie über die Kinder? Ja, zuletzt habe ich über meine Kinder gelacht, weil die sind ja gerade eins geworden. Und dann habe ich immer so ein Interview mit meiner Tochter gemacht. Wie alt bist du? Und dann hätte die wohl gesagt, eins. Und ich finde das so lustig, dass jemand eins ist. Also erst null, ja, und dann eins. Das ist wie fünf fahren, mit dem Auto fünf fahren. Ja, 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 weißt du, sagt ja, man genau. Auch nicht. Fünf fahren, eins sein und man will nicht mit fünf in die Ecke. Genau, die kann ja doch nicht sagen, dass sie eins ist. Und die hat aber gemerkt, dass ich sie ausgelacht habe. Und da habe ich gesagt, oh, da wird mir einiges blühen. So, und hast du aber nur eine ausgelacht, aber zwei sind es ja. Ja, bei dem anderen habe ich dann einfach nur gratuliert. Oder? Ja, da habe ich einfach gelacht. Ja, ich habe gelacht. Hallo. Damit hast du aber vielleicht
das eine jetzt traumatisiert und das andere geht völlig gesund durch die Welt. Wir haben eine Versicherung, da ist der Psychologe drin. Echt? Also alle Fehler, die ich jetzt mache, da werde ich sagen, renn dahin. Wir haben da 10 Euro im Monat. Das wird so teuer. Und dein Mann ist ja richtig ein alter Sack. Der ist 18 Jahre älter als du. Ne? Krass, der ist voll alt. Das ist very crass. Der ist voll alt, aber der sieht voll geil aus. Das ist so. Der ist 18 Jahre älter. Wie ist das mit so einem älteren Mann? Zum alten Mann Sex zu haben? Ich kenne immer nur ältere Männer, die... Das kommt gleich. Ja, okay. Ist noch ein bisschen früh. Lass uns noch ein Bier und dann reden wir darüber. Vielleicht warten wir auch auf den nächsten Gast und reden dann über Sex im Alter und so. Ja. Aber... Ach toll. Hast du nicht Angst, wenn du irgendwie so 40 bist und der ist dann 58 und inkontinent? Ich hoffe, dass der... du kennst ja Leute. Das ist ja schlimm. Ehrlich, so schlimm? Aber nee, du bist ja dann noch richtig fit. Du machst dann Nordic Walking und sowas. Und meinst du, mit 40 mache ich Nordic Walking? Ja. Möchten Sie sich mit mir unterhalten? Ich finde es so viel Spaß, ich habe mir das ganz lustig vorgestellt. Und sie so, ja, ja, erzähl du nur. Ich kann nicht sprechen. Machst du Sport? Du? Nee. Ja, ich mache Sport. Ja, irgendwie. Manchmal. Wenn es sich gut ergibt, wenn ich gerade die richtige Klamotte anhabe, dann mache ich auch mal Sport. Manchmal ziehe ich die auch an und laufe einfach nicht los. Ja. Kennst du das? Und dann hat man noch hier zu tun und da, dann geht's Telefon und dann sind 2 Stunden, um den jetzt auch zu spät. Dann lasse ich es aber an und tue so, als wäre es schon wieder trocken. Ja, das ist gut. Ja. Das ist gut. Und so gehe ich auch dann einkaufen. Man hat so dieses Gefühl, ich war jetzt einmal um eine Alster. Das ist überhaupt das Allerbeste. Wenn du mit Zwillingen im Sportoutfit einkaufst, das ist die Supermutti. Du bist ja mit noch 2 Schwestern aufgewachsen. Eine davon ist doch auch hier. Die haben hier in der bunten Truppe mit den vielen Männern, die da am Tisch sitzen. Ja, und die sieht aus. Sieht deine andere Schwester auch noch so aus wie du? Wir sehen eigentlich alle gleich aus. Die große sieht noch viel mehr so aus wie ich als die Kleine, die da sitzt. Aber dann seid ihr ja indirekte Zwillinge auch. Drillinge sind wir. Also ihr jetzt, ihr zwei, die dritte kenne ich nicht, also Drillinge, genau. Wenn ihr wir alle gleich aussehen. Wir wären also aussehen. Drillinge, genau. Mhm. Habt ihr euch Witze damit erlaubt schon, dass ihr so gleich aussieht? Mhm. Karneval immer mal als dreifaches Lottchen oder so gegangen, irgendwas, nein? Wir haben bessere Kostüme. Gehst du zum Karneval? Ja, ich gehe immer zum Karneval. Verkleidest du dich? Natürlich verkleide ich mich. Immer schön hässlich. Also immer, letztes Jahr hatte ich zum Beispiel keine Zähne, komplett Zähne weggeschminkt. Und es gibt ja, also als Kölner macht man nicht so eine richtige Verkleidung, sondern ziehst dir alles Mögliche an, was keinen Sinn macht. Ich kenne das bei Frauen immer so, es gibt so 2 Kategorien, die einen, die endlich mal als Nutte gehen können. Ja, also die träumen das ganze Jahr, ganz genau. So ist verkleiden, aber eigentlich wollen sie mal als Nutte raus. Und die anderen, die sagen, ich mache mich hässlich. Und du bist die Kategorie, die sagt, ich mache Es gibt auch welche, die machen Prinzessin. Ach so, das sind eigentlich fast die meisten. Das sind alle Zugereisten. Was die kaufen sich im Karnevalswirt Krönchen und sagen, das ist ja total lustig, ich habe heute einen Chirurg getroffen. Der kommt dann so mit 8 anderen Chirurgen, die alle gleich aussehen. Aber eigentlich in der Autowerkstatt. Ganz genau, die treffen sich mit den Mönchen noch vorher. Das ist total witzig, Karneval in Köln. Ja, aber total es ist doch gar nicht witzig. Ja, hast du es denn einmal ausprobiert? Ich könnte schon morgens nicht aufstehen und sagen, so, heute aber mal witzig sein. Witzig, witzig. Wollen wir mal singen? Oh Gott. Doch, wir singen jetzt. Wir können es beide nicht. Also eine Frechheit, dass ich hier angelogen werde, wenn ich dabei sitze. Du bist ja ausgebildete Schauspielerin, ne? Ja, ja, ein Glück, ne? Aber das hörst du lieber, als wenn man sagt, Ulknudel, ne? Ich bin ausgebildete Ulknudel. Hallo, hast du mein Diplom nicht gesehen? Nee, hab ich nicht. Hast du mit? Ich habe ausgebildete Ulknudel-Diplom, du Sängerin. Du Shanty-Sängerin. Ja, and I love it. Komm. So let's sing, that Spelunke leer. Whatever. Oh, da fängt die Band schon an. Komm, das ist meins. Wo ist deins? Da ist deins, Annette. Wir haben uns ein Schildchen gemalt und wir singen jetzt von The Howard Carpenter. Von Howard Carpenter, eine italienische Eifersuchtsduett. Yes. Ich wäre wohl ein Italiener, der sauer ist auf dich. Okay. Ja? I tried to wir hätten eine Liebesaffäre gehabt. Okay, I'm a very old man. Wow. No, I'm the old man, you are the lady. Okay, okay. All right. Mua. Do it like Howard. Ti amo. Du sagtest, ti amo. Das heißt, ich lieb dich so. Was ist geblieben von deinem Mischlieben von 100-mal Ti amo? Sagtest du das nur so, weil es dazu gehört? Worte sind billig, sind manchmal so billig. Man redet sich selber ein. Alles das muss so sein. Hast das auch du getan? Sinnliche Spiele und falsche Gefühle. Und nun willst du wieder
yourself in that. Just ist nicht mehr am Missbinden. Stehst da gepackt, ist dein Koffer. Was gewesen? Aber es war ganz schlecht und jetzt war es ganz gut, ne? Naja, es war, glaube ich, immer noch schlecht. Aber jetzt haben wir es uns schön getrunken. Ist doch wunderbar. Jetzt schon? Du bist ja immer gut beim Singen, du Streber. Mm. Sag mal, wenn ihr auch so tolle Fragen habt wie ich, ne, Annanette Frier. Bierdeckelchen liegen da, Stifte sind auch da. Schreibt alles, fragt alles, was ihr wollt. Ich nehme aber auch Komplimente entgegen. Es müssen gar keine Fragen sein. Komplimente geht auch. Wobei, Fragen sind schon spannender. Möglichst die, die ich nicht stellen darf. Du stellst doch eh jede Frage, die du stellen darfst. Nein, überhaupt gar nicht. Du hast auch doch eine Sendung, nein, du hast doch eine Sendung gemacht, die wurde abgesetzt. Wie hieß die? Ich habe viele Sendungen gemacht, die abgesetzt wurden. Eine, die war ganz gut. Da ging's, das sollte so ein bisschen Sex in the City sein. Ach so, alles außer Sex. Da gab es doch eine Sendung, wo du gesagt hast, du hörst dich beim Sex an wie so ein quiekendes Eichhörnchen. Ja, 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 das die war voll geil. Ehrlich war. Ja, das, weil ich die natürlich sehen wollte, weil ich dachte, schaffen die Deutschen es endlich mal sowas wie Sex in the City auch hinzukriegen. Ja. Die hat mir gut gefallen und hast du gesagt, oh Gott, ich höre mich an beim Sex wie ein quietschendes Eichhörnchen. Und hast dann probiert zu finden, wie man sich gut beim Sex anhört. Ne? Und? Spiel doch mal ab, wir haben doch da, ihr habt doch was vorbereitet. Ich kenne es auch nicht. Beim Sex und zwar Sextöne haben wir jetzt. Ah, okay. Das ist kein Mensch. Ich war gerade so. Ich glaube nicht, dass es ein Mensch ist. Das ist ein Esel aus Griechenland. Also sag mal. Vino, was ist das? Riesenschildkröte. Eine Riesenschildkröte. Ja, ich erinnere das. Ich hab mal Riesenschildkröten. Aber finden wir das sexy? Gott, die Arme. Es hört sich eher ein bisschen leidend an, es, oder? Auf jeden Fall. Da ist gerade jemand sehr unglücklich. Aber finden wir auch nicht sexy, ne? Da wollte ich, können wir noch die Frau ein? Wollte schon wieder nicht mitmachen. Ja. Können wir noch ein? Was ist, sind das? Das sind Außerirdische. Sind das Affen? Das ist Mars Attacks. Mars Attacks. Das ist krass. Du hast aber ist das bei dir zu Hause, oder? Das ist deine Frau. Meine Freundin. Aber finden wir das sexy, ne? Ne? Ich finde das total geil. Ich kann mich kaum noch hier auf mich auch. Zeit. Was ist das, Vido? Hyänen. Die haben Sex? Die sind so schon gewusst. So eklig, aber dass die auch noch Sex haben. Widerliches Pack. Nächsten, einen noch. Wollen wir noch einen hören? Mach du doch mal. Okay, das sind Schweine. Nee, das sind auch nee, keine. Der röhrende hier. Ist alles ähnlich. Ist das der röhrende Hirsch? Das Schlimmste des... Was ist das, Vino? Das Seeotter. Lama! Das ist witzig! Das war ein Lama. Das ist Oh, ich freue mich, dass ich kein Lama am bin. Am schlimmsten hören sich übrigens Seeotter an. Hast du das mal gehört? Kannst du das machen? Nee, leider nicht. Aber das ist, man müsste jetzt das, was ich mache, potenzieren auf, ich weiß nicht, was für eine, das ist unfassbar. Die hatten mal so eine Dokumentation von Seeotter, ja, oder wie heißen diese Riesen? Seelöwen sind das, glaube ich, Seelöwen, so Riesenviecher, die machen, und er macht alles platt. Also die Weiber haben auch alle Angst, der kommt und dann macht er, also das ist lächerlich, was ich jetzt mache. Und die hauen alle ab und haben keine Chance. Und der ist, das war so schrecklich. Das war das schlimmste Geräusch, was ich jemals in diese Richtung gehört habe. Da sind die hier harmlos. Harmlos. Die Lamas. Ja, wirklich. Hast du denn in der Sendung damals rausgefunden, wie das optimale Sexgeräusch, was Männer wollen, wie sich eine Frau beim Sex anhören soll? Nee, ich glaube nicht. Es blieb beim Geheimnis dann auch. Ja, deswegen wie immer hat sich das natürlich. Ja nie aufgeklärt. Nein, das klärt sich. Es wird sich nicht mehr aufklären. Nicht wie so hörst du dich denn beim Sex an? Gut. So, ja? Ja. Viel oder wenig? Ja. Ruhig, leise? Und du? Wann hat sie das? Guck mal, ja. Jetzt darf ich dir auch mal eine Frage stellen. Ich darf dir alle 20 Minuten eine Frage stellen. Aber Fragen zu beantworten. Ja, also.
Oh, ich bin etwas bronchial heute. Komm, ist doch egal. Gut, das beantwortest du auch nicht. Was kann ich denn noch mal fragen? Bierdeckel können wir einsammeln. Wollen wir einen Bierdeckel einsammeln? Komm, dann setzen wir uns hier oben auf, Annette. Okay. Hi. Du bist ja totaler... Hast du mich jetzt nachgemacht? Oh nein, Entschuldigung. Du bist ja totaler Fußballfan, ne? Ja, du auch. Das darfst du Köln, das darfst du Köln. Sonst nichts. Aber anderthalb Stunden. Das darfst du Köln. Pause. Und dann irgendwann schlafen die selber so fast ein. Das darfst du Köln. Total geil. Ja. Der ist heftig. Aber, oh, das ist aber viel. Oh, ich bin stolz auf euch. Ich gehe ja auch, ich gehe ja extrem gerne auch zum Fußball. Ich gehe auch so gerne ins Stadion, wobei ich sagen muss, ich gucke lieber Fernsehen, weil ich dann mehr sehe. Im Stadion sehe ich immer so viel nicht. Ja, ja, ja. Jetzt geht der Christoph Daum und, was sagst du? Ja, was will denn der? Der ist, pass auf, ich war dabei in der Türkei. Ja. In Istanbul waren wir mal mit Stefan Raab, haben da eine Sendung aufgezeichnet. Und an dem Abend war zufällig Christoph Daum da. Und seitdem habe ich voll gerafft, was da los ist. Der Christoph Daum ist in der Türkei nicht nur ein Held, der ist der absolute Superheld. Der ist Lara Croft der Türkei. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin mit Christoph Daum aus dieser Aufzeichnung raus, nach draußen. Und es war also alles ganz normal. Wir haben irgendwie auf die Leute gewartet, was trinken gehen. Und plötzlich eine... Daum! Daum! Und dann, innerhalb von anderthalb Minuten in Istanbul auf der Straße... Und er so... Ja, ich weiß auch nicht, es geht mir immer so. Die ganze Straße, es waren bestimmt 50 Fans innerhalb von anderthalb Minuten da, dass die den nicht hoch geworfen haben. Aber wie ist der wiedergekommen? Der war schon mal in Istanbul, ist dann nach Köln gegangen und geht jetzt wieder... Der ist in FC Köln. Ich finde den jetzt auch nicht den Sympathieträger. Als Fan wird man auch so komisch, ne? Man verliert so die Realität. Ja, das stimmt, wahrscheinlich. Okay, komm, wir gucken mal, was hier so steht. Haben deine Kinder genauso schöne Augen wie du? Guck mal, die Frage liegt mir sehr. Wer hat die denn gestellt? Wer? Da draußen, einer von den Shanties. Meine Tochter ja, mein Sohn auch. Sind das denn eineige Zwillinge? Nein, geht nicht, weil es sind Junge und Mädchen. Habe ich auch als erstes gefragt, als ich gehört habe. Das ist eine falsche Frage, weil zweieig ist immer, junge Mädchen ist zwei Eier. Ja. Macht doch nichts, nächste Frage. Ist das? Macht ja nichts. Weiter geht's. Ja, ja. Wie viel Beschiss ist in Wahrheit bei der Schillerstraße? Kein Beschiss. Null Beschiss. Gar nicht? Ich schwöre, ich möchte sofort vom Tisch fallen. Oh, so! Das ist wirklich null. Reicht mir als Antwort. Kannst du auf Ansage weinen? Ja. Nächste Frage. Ach, wieso? Es gibt keinen Anlass. Aber ich mache jetzt mal die Ansage, weinen. Du fängst an zu heulen. Du heulst ja. Weil ich mitfallen will. Warum heulst du denn jetzt? Das ist doch alles total lustig hier. Das ist doch auch kein Grund, dass du jetzt anfängst zu heulen, was hier total schön ist. Die Leute sind super nett. Wir haben super Bier. Es ist nicht lustig. Hör doch mal auf, du bist ja überhaupt kein Kameramann. Du bist ja nur am Wackeln. Wo ist Rosi? Wir wollen aber es kommen überhaupt keine Tränen. Aber das guck doch mal bitte doch. Guck mal. Applaus! Die wurden sogar rot, habt ihr das gesehen? Die sind sogar rot, ey! Sehr lustig. Ja, aber weil du echte Schauspielerin bist, ja, das ist doch die schwerste Übung. Hey, natürlich. Ich kann nicht mal lachen auf Kommando, das ist bei mir so. Du hast jetzt voll die Ansage zu lachen. Das ist auch viel schwerer, auf Kommando zu lachen. Als zu weinen? Viel schwerer. Oh, überhaupt nicht. Viel schwerer. Weinen geht ja gar nicht. Es ist ja wie Wackeln mit dem Ohr. Das könnte ich auch nicht. Viel schwerer, Komödie zu spielen als Tragödie. Total natürlich. War nicht? Das war toll. Du sahst ganz schön aus, aber du hast nicht gelacht. Okay, okay. Weiter geht's. Annette, warum glaube ich, dass du keine gute Autofahrerin bist? Weil du ein Arschloch bist. Weil du überhaupt noch nie gesehen hast, wie toll ich Auto fahren kann. Eine Frechheit. Ah! Was ist das? Was ist denn das? Bikini Cut, Hollywood Star. Ah! Was ist da los? Oh nein! Bitte ankreuzen. Ja, guck mal, das müssen wir jetzt mal in Das sind die verschiedenen gute Frage. Rasierzonen. Rasierzonen. Rasierarten. Ja. Und jetzt müssen wir mal gucken, welche ist es denn? Das behalten wir jetzt für uns. Wir zeigen und uns, wir sagen jetzt ohne uns Kamera. Und okay. Ich zeig drauf. Also ich bin das. Ich auch. Ah!
würdest du für 30 Millionen zu Neuen Live gehen? Und Klamotte verkaufe, oder was? Nee, diese Rätsel und ist, was ist ein Neuen Live? Ich Neuen Live darf, ach so, hier ein neues Wort mit, ja, Platzpark. Ah, danke für den, ja, du musst dann irgendwie, wie heißt es richtig, Platzpark, sondern? Ach so, ja, genau. Rufen Sie an. Genau. Komm, ruft an, ich weiß, es ist schwer. Ja, nee, und dann so. Platzpark, Platzpark. Das ist doch schrecklich. Nein, weil... Aber für wie viele Millionen? Ich würde es nicht machen. Für 30 Millionen? Nein, aber ist scheißegal. Nee, ist egal. Ich müsste dann auswandern und müsste das... Und dann hätte ich, dann wüsste ich gar nicht, wohin. Wohin kann man denn dann noch gehen? Würdest du es machen für 30 Millionen? Ja, klar. Und dann Weltfrieden wieder und so. Also 30 Millionen? Zweck heiligt die Mittel. Ist natürlich die Frage, wie lange? Wenn die sagen, machst du für 30 Millionen ein Jahr... Wenn die jetzt sagen, 15 Minuten, würde ich sagen, nein. Wenn die sagen, 7,5 Minuten... Ich würde sagen, gib mir 5 Millionen und ich mach's eine Stunde. Okay, dann rufe ich die an und sage, ich mach eine halbe für 4. Okay. Alles klar. Sing was spontan dein liebstes Karnevalslied. Achso, sing uns. Ob dem Mars an die Bude. Star mich jetzt, ist das ein Hummel-Schild? Hummel, dicke Hummel, dicke Nuren. Und die Lüd, sei am Morgen. Ich übersetze. Lange ob dem Mars stand der Bude. Auf dem Markt stehen die Bauern. Ja. Dicke Eier, Fuhle, Prümme, lange Mure. Okay, was hast du gerade gesungen? Irgendwas. Du hast irgendwas gesungen. Dicke Bömmel. Dicke Bömmel hast du, glaube ich, gesungen. Und die Lück, nicht die Lüg. Ach so. Was heißt das, sind denn die Lüg? Aber die Lück, ach, die gucken. Die Lück sind die Leute. Ach, ich dachte, und die, ja, aber du sagst die Lück, das sind die Augen. Die sind am Lure. Ach so, am Gucken. Die Lück sind am Lure. Ob de Eier, ob de Prümme, ob de Mure. Auf die Mauer? Auf Möhren. Auf die Möhren. Oh, auf was Gott. Bei dir die Dinger waren. Ja, ja, ja. Sehr geile Übersetzung. Was sing ich denn immer lange? Bömmel, dicke Bummel, lange Muren, sing ich, glaube ich, kein immer. Kein Wunder, dass du in Köln kannst. Nein, dass ich es aber überhaupt kenne. Ist das denn dein Lieblingslied? Nein, ist es nicht. Es gibt so boah, krass. Krass? Krasse Scheiße. Es gibt wirklich so viele, mache ich auch gleich, beantworte ich gleich. Okay. Wie hast du reagiert? Also, als du erfahren hast, dass du Zwillinge bekommst. Geweint? Ein bisschen geweint, ein bisschen gelacht und ein bisschen erschrocken. Man muss ja zwei Fleischklopse raus. Richtig. Habe ich auch gemacht. Also es rein geht ja, aber dann das raus? Ja, rein war leichter als raus. Die würden ja immer dicker. Auch schöner vielleicht? Auch schöner, muss man auch sagen. Schneller? Ja. Das wäre sonst, aber das wäre nicht schön. Weiter geht's. Nächste Frage. Oh, knutscht Annette beim Karneval mit jedem, mit Männern? Fremden? Mit fremden Männern? Mm, aber fremden? Nein, nur mit welchen, die ich kenne. Ja, wunderbar. Mit Nachbarn. Wer hat im Hause früher die Hosen an? Heute hätte ich die an. Dein Mann? Ist der so ein bisschen witzig, so wie du? Ist der witzig? Ja, klar ist der witzig. Meinst du, ich heirate einen Typ, der jetzt voll unwitzig ist? Ich würde so gerne Christian Venus reinholen. Kennst du den? Den habe ich in der Maske kennengelernt. Der ist nicht nur enorm niedlich, sondern singt voll ganz toll. Macht gerade, glaube ich, sogar schon wieder eine neue CD. Christian, kommst du mal rein? Begrüßen wir mit Christian Venus und Ben! Yes, me hello. Too. Hi. Hallo, Ben. Süß. Komm, bleib bei uns. Ja. Der arme Christian hat Tiamo als Ohrwurm jetzt. Ja, ehrlich? Nicht erst jetzt. Du hast gesagt, wenn ich mal eine Frau kennenlernen würde, die sich richtig doll für Fußball interessiert, das wäre aber was. Ja, aber da habe ich ja was gehört vom 1. FC Köln. Entschuldigung. Geht aber gar nicht, ne? Nee. Wir sind HSV-Fan, ne? Nee, ich bin Dortmund-Fan. Dortmund-Fan? Natürlich. Wie soll das denn? BVB, hallo? Warum? Du kommst ja aus Flensburg. Ich komme nicht aus Flensburg. Aus Kiel? Ja. So, Flensburg-Kiel jetzt, lass uns dann nicht über Kleinigkeiten streiten. Aber lasst uns doch singen. Ja. Es wird zu viel über Fußball gesprochen im Leben. Ich habe da Deutschland-Wales gesehen in Dortmund. Du sitzt doch auf irgendeinem Stuhl, ne? Vorhin war ein Stuhl. Oh, Annette, Entschuldigung. Wir klauen dir den Rücken mal richtig rauf. Du kannst dich hier oben sitzen bleiben. Ich freue mich so. Ich kenne diese Version ja nur mit so E-Gitarre. Schreng. Ja. Wir müssen halt was Neues einfallen. Ja! Jetzt hören wir aber die Akustik-Version. Genau. Die ist auch sehr schön. Da ich eh schon erkältet und heiser bin, aber trotzdem das Leben noch schreien. Spaß macht. Wir müssen schreien. Ja, lass uns schreien. Lass uns schreien.
Schauten. Uhr abends, es wird langsam Zeit zu gehen. Bin ich okay oder soll ich mir noch eine drehen? Dann raus aus der Wohnungstür in die Kälte rein und schnell zum Bahnhof mit dem Zug in die Nacht hinein. Nein, nein, zu Fuß zum Viertel, wo man abends seine Runden dreht. Von einem Club in eine Bar in einen Club, bis nichts mehr geht. Und ich spüre, wie die Zeit sich bewegt. Ich merke, wie die Welt sich um ihre Achse dreht. Es ist 3 Uhr morgens und ich weiß nicht, wo ich bin. Und in solchen Momenten kommst du mir in den Sinn. Es ist 3 Uhr morgens und ich weiß nicht, wo ich bin. Taxi zu sehen, ich flüchte in eine Bar. Und außer der Bedienung kein Zeichen, dass hier jemand vor mir war. Und ich merke, wie die Zeit sich bewegt. Und ich spüre, wie die Welt sich um ihre Achse dreht. Es ist 3 Uhr morgens und ich weiß nicht, wo ich bin. Und in solchen Momenten kommst du mir in den Sinn. Es ist 3 Uhr morgens und ich weiß nicht, wo ich war. Dankeschön. Sehr geil. Ihr wart ganz toll, Jungs, ganz toll. Kannst du dich noch erinnern, 3 Uhr nachts mal alleine durch die Stadt gegurkt zu sein? Nee, 3 Uhr nachts durch meinen Flur allein. Ja? Mhm. Mit dem Einjährigen auf dem Arm? Mhm, ganz genau. Das ist gerade meine akute Erinnerung. Ich finde ja, alleine durch Städte nachts laufen und dabei Walkman, sag ich noch, meine Generation, also ein iPod dran zu haben. Dabei eine Platte hören. Eine Platte hören. Also mit seinem Schallplattenspieler unterm Arm durch Hamburger Nächte zu laufen und ein bisschen zu scratchen dann noch dabei. Digga. Das Schönste, was es gibt. Absolut. Macht ihr jungen Leute das eigentlich auch noch, Natürlich, Christian? Klar, wer kennt das nicht? Wie alt bist du denn jetzt? Jung. Ich bin jetzt 30. Ich hab's auch gesagt. Christian, wir könnten dich jetzt in unsere Runde aufnehmen, weil der auch so niedlich ist, ne? Total süß. Du wirst jetzt bestimmt woanders singen, ne? Irgendwelche Frauen ansingen, die was von Fußball verstehen. Nee, der findet uns gut, glaube ich. Ich glaube, der findet uns gut. Ja, okay. Der ist so ein Typ, der mag ältere Frauen, die so ein bisschen schon was erlebt haben und Ahnung von Fußball haben. Ja, und die nachts noch betrunken mit Plattenspielern unter den Armen. Heute könnte ich zum Beispiel. Mach's gut. Ja. Also, und betrunken, ich freue mich auf die neue CD, ne? Hau rein und nehmt euch ein bisschen Zeit, dass sie gut wird. Ja? Bis denn. Wollen wir mal Ben? Christian Venus! Komm, mach doch mal das schöne Buch, was ich extra vorbereitet und präpariert habe. Vielleicht klappt das ja. Ist das nicht schön? Man könnte doch einfach stundenlang nur zuhören, oder? Warum muss
kannst diese alte Frau auch noch singen dazu. Nein, du kannst so toll tanzen. Dafür kann ich keine Bücher schreiben. Hast du etwa noch kein Buch geschrieben? Wäre er ein Buch zum Lesen, welche Art von Buch wäre er? Wäre sowas schon mal da gewesen und schrieb er selber hinterher? Verdammt, ist das gut oder geht so? Oder ob er sich selber verreist und wie der Titel dann wohl heißt. Vielleicht irgendwie habe ich mein Leben verpennt oder einfach nur Helmut K. vor Präsident. Begrüßt bei mir Helmut Kassel! Oh. Ich freue mich ganz doll. Das war jahrelang mein Lieblingslied. Ehrlich? Ja. Aber was für ein Buch wärst du denn? Welches Buch ich schreibe? Na, wenn du Buch wärst, welches Buch wärst du denn? Ich wäre gern die Bibel. Aber jetzt rufst du gerade, guck mal. Da, da, la, la. Schon verliebt. Ach, ich bin verliebt. Jetzt verstehe ich dich, warum du auf ältere Männer stehst. Die sind so kuschelig und süß. Und er ist noch so gut. Und ungefährlich. Und ich kann singen, könnt Bücher schreiben. Ich könnte dann deine Bücher singen. Das würde ich. Das wäre ein Knaller und ganz neu. Und jetzt sag ich auch schon du zum Professor. Das geht doch nicht. Das ist schön, dass du mich duzt. Ja, findest du? Wollen wir das so machen, Helmut? Ja, wir machen das. Wir können es aber auch hamburgerisch machen. Aber du kannst immer Opi zu mir sagen. Das nimmt dir so jeden Sex, das will ich nicht. Wollen wir zum Bier rüber? Ja. Trinkst du denn überhaupt Bier? Ja, wenn es sein muss. Was möchtest du denn lieber? Bier. Nee, ehrlich? Annette, kommst du zurück auf die Bank? Helmut Kassel! Sollte ich nicht sagen, Helmut Sie, das ist so hanseatisch? Nee, du, ne? Helmut Sie? Nein. Sag du Ina, du in, und ich in sag der Helmut Zeit, du. Als ich in der Zeit war, das war sehr hanseatisch. Ja. Damals haben die Hamburger noch gedacht, sie sind eigentlich Engländer, nur besser. Und da haben wir uns immer mit Vornamen und Sie genannt. Das klang so wahnsinnig britisch. Ich mag das ja. Ja, magst du sowas? In Köln gibt es sowas gar nicht, ne? Aber nicht in der Ehe, oder? Nee, in der Ehe denn nicht, aber ich finde so im Verhältnis zueinander, wenn man arbeitet, finde ich... Ich finde Vorname Sie total sexy. Ihr macht doch was anderes. Ihr in Köln macht doch immer Frau Müller, kannst du mal. So, das will ich sagen, nicht Frau Müller, kannst du mal. Du kannst mich mal sagen, Frau Müller, oder? Kannst mich mal sagen. Frau Müller, Sie kannst du mich mal. Werdet ihr noch mal gut gegangen mit der halben Haaren? Ihr habt schon sehr... Ihr habt alles falsch. Natürlich. Ich kann das überhaupt nicht. Wobei, ich kann halber Hahn ist Käse, oder? Halber Hahn, ja. Halber Hahn ist ein... Ich hab halber Hahn gesagt. Ja. Käse. Ja. Aber so sprecht ihr doch immer. Nein, sprechen wir nicht. Du bist ja Publizist quasi und Kritiker. Schreibst selber auch Bücher. Hast bei ganz vielen Zeitungen schon gearbeitet. Ich muss ganz viele Fragen stellen. Wenn man Kritiker ist, ist das ein total geiler Beruf, dass man selber nie verletzt wird und getroffen wird. Und du aber jeden Tag Menschen bewerten darfst und immer sagen kann, fand ich gut, fand ich doof. Oder ja, den mache ich jetzt fertig. Deshalb habe ich ja aufgehört, Kritiker zu sein. Dann habe ich erlebt, was das für ein scheußlicher Beruf ist, wenn man mich an... Jetzt fange ich an zu stottern. Mach nicht. Wenn mich andere zwischen zwei Blondinen, ich kriege nichts mehr raus. Macht dich das jetzt an? Also an macht mich das nicht. Aber pusht dich das? Nein, es pusht mich, es macht mich verlegen. Wuschig? Wuschig, was ist wuschig? Wuschig heißt... Sind die Gedanken nicht mehr ganz so klar? Weil doch, die Gedanken sind schon klar. Man denkt immer ein bisschen, man blamiert sie, macht sich lächerlich. Nein, ja. Das wollen wir ja nicht. Ich möchte das wirklich wissen, ob man sich als Kritiker nicht richtig ausleben kann und sagen kann, dich mache ich fertig. Weil dein Buch ist zwar gut, aber dich als Typen mache ich überhaupt nicht. Nee, so einen Scheiß denken wir wirklich nicht. Nee, dann hat man falschen Beruf. Vor allem die Kritiker sind doch selbst unglaublich in der Kritik. Entschuldigung, oder? Das ist doch wirklich Wahnsinn. Ja, aber das alles, ist ja nicht das Problem. Für alles, was man schreibt, wird man doch 18 Mal angesprochen. Also, wenn du mit dem Freund ins... Du Frau Frier, bitte. Ja, du Frau Frier. Ja. Wenn du mit dem Freund ins Kino gehst und ihr guckt euch den Film an
Und dann fängt er an zu weinen, weil der Film so schön ist, oder zu lachen. Und du kommst raus und sagst, das finde ich aber blöd. Dann wird er sagen, das findest du blöd. Ich erkläre dir jetzt mal, was darin gut ist. Das ist die erste Funktion des Kritikers. Er erzählt einem Freund, der verreist war, du, ich war letzte Woche im Kino, in einem Konzert oder im Theater und das hast du nicht gesehen. Ich erzähle dir jetzt, warum du da reingehen musst. Die sind so toll, wenn der Vorhang ausgeht, hat zwar eine Frau, das ist jetzt hanseatisch, wenn im Schauspielhaus der Vorhang aufgeht, da sagt eine Frau zur anderen, das wird nix. Ja. Das ist sehr hanseatisch, aber auch schön, ja, finde ich. Auch schön. Ja, aber haben sich denn in den ganzen Jahren bei dir nicht ganz viele Schriftsteller total versucht einzuschleimen? Damit eigentlich, gut, eigentlich nicht. Bei Schriftstellern hätte mir das auch nicht so gefallen wie bei Schriftstellerinnen. Und die Schriftstellerinnen, wären die mit dir ins Bett gegangen, damit du eine gute Rezension schreibst? Ich habe das nicht probiert. Du bringst mich nie auf eine Idee. Hat sich das nie ergeben? Nee, leider nicht. Du kannst Reich Ranitzky nachmachen. Überhaupt nicht. Was fällt dir rein? Seid ihr nicht befreundet? Nein. Ja. Doch? Ja. Ich habe mehr als 20 Jahre parallel mit Reich Ranitzky zur gleichen Zeit dieselben Bücher gelesen. Ich meine, das ist wie wenn man zusammen wandert. Und dann hat man sich angerufen, dann habe ich, also wir haben vor dem Quartett nie gesprochen. Und dann hat er gesagt, nein, wir sind ja keine so guten Schauspieler wie ihr. Und wir haben gesagt, ach Sie, nein, Sie was, Sie was. Ach nein, das finden Sie schlecht. So erstaunt tun, wenn man schon. Aber einmal hat aber sehr bezeichnend, das finden Sie schlecht. Ja, aber einmal war ich im Urlaub und da war ein neuer Roman von Walser und den hatte ich, sagt er, na, was liest du? Es war ein Wörtersee. Nein, das war es auch nicht. Es war dieser Dresden-Roman. Okay. Jedenfalls sagte ich, ich lese gerade ein Buch von Walter. Ich fange erst an. Meine Frau hat ihn schon gelesen. Die findet ihn schlecht. Damals waren wir noch bei sie, sagt er. Eine sehr kluge Frau haben wir. Da wusste ich natürlich, was er drüber denkt. Und das habe ich liebe. Und dann waren wir zusammen in der Sendung. In der Sendung in Salzburg, da war so eine Gewitterstimmung und dann hat er gegen das Buch losgelegt. Der Walder, das ist keine Poesie und das ist eine schlecht erfundene Figur. Und dann ist auf einmal ein Gewitter losgebrochen, es donnerte und blitzte. Und dafür liebe ich ihn, der Hopper, die Arme, sagt, man wird doch noch was gegen Walder sagen dürfen. Du willst in deinem Leben gerne noch 8 Kilo abnehmen. Wo das denn? Ja, aber im Moment, das könnte ich dir zeigen. Aber jetzt mal ehrlich, 8 Kilo ist aber viel. Ja, aber ich habe ja jetzt schon 1 Kilo abgenommen. Echt? Aus Nervosität vor dieser Sendung. Du bist doch nicht wirklich nervös. Doch, ist aber jetzt wieder drauf. Ist, ja, Kilo ist wieder drin. Ja, aber mit dem Bier habe ich auch mal schön geredet, aber ist dann immer wieder drauf direkt. Sagt man in deinem Alter nicht irgendwie, ist jetzt auch egal, ob 8 Kilo mehr oder weniger? Im Alter wird das ja zum Beispiel schon ein Gesundheitsproblem. Man muss die schwachen Beinchen, die tragen nicht mehr so viel Kilo. Weil Männer, man hat immer so, also wirklich, ja. Männer behalten ja immer so Beinchen und Ärmchen und kriegen nur so einen Bauch. Ne? Ja, Frauen, aber aus Öhrchen werden Ohren. Daher auch das Lied, wenn ja, der nach vorn ja, fällt. Ich meine, je älter die Männer werden, umso längere Ohren kriegen. Das ist ganz furchtbar. Aber wusstest du, dass beim Mann und bei der Frau im Leben die Nase und die Ohren immer weiter wachsen bis zum Tod? Ja, bei mir wächst die Nase nicht, die Ohren bis jetzt das Kind. Was haben wir, eine relativ kleine Nase? Weil eben, die, dann war die ja mal ganz klein. Wenn die jetzt immer gewachsen ist. Nee. Die war mal schön griechisch. Ich bin aber mal in Bayern in den 50er Jahren bei einer Familie eingeladen gewesen und die hatten ein tolles Schwimmbad. Und die Jungs hatten immer bessere Freundinnen als ich und spielten besser Tennis. Und habe ich das Schwimmbad gesehen, habe ich gesagt,
ich kann 50 Meter tauchen. Da hätte ich viermal durchs Becken hin und her schwimmen müssen. Aber da war so damals noch so Entengrütze drauf. Nur wenn ich reingesprungen, kam gleich wieder hoch, weil die Nase gebrochen war. Und das Entenfutter hing noch dran. Und das Entenfutter gibt's nicht. Aber es war eben so, da hat die Nase vor Angst aufgehört zu wachsen. Wirklich, wahrscheinlich. Hättest du gerne eine größere Nase? Ja, es gibt ja diese berühmten Sprüche, was man aus der Nase schließen kann. Und? Ach so. Ah. Ja, und dann denkt man... Aber der Nase, deine Ohren und so. Ja, aber das sowas. Stimmt ja nicht, es sind ja die Hände, das weiß man ja. Deswegen Männer mit kleinen Cocktailwürstenfingern, Hände weg, Mädels. Also okay, guck mal, das sagt die mir, also wirklich, das ist eine Frechheit, wirklich. Ich würde nicht mitgehen. Es wirklich? Ist aber ein bisschen so... Das mit ja, der Nase ist ein bisschen so. Ein bisschen, langgliedrige, muskulöse Finger. Ich kann dich beruhigen, es stimmt auch mit den Fingern nicht. Das heißt, was ist denn? Aber weißt du, was ich ganz toll finde? Du bist Fußfetischist. Oh Gott. Ja, das haben wir uns mal gegenseitig erzählt. Gebeichtet. Ja. Gebeichtet. Aber wenn wir zum Beispiel mal unseren Fuß rauflegen, ja, oder mal zeigt, komm mal hoch, wir zeigen das mal. Ist das, wäre das jetzt schon sexy? Pass auf, jetzt so. Ja. Sexy? Aber, Warte, dann geh ich aber doch gleich es mal ist, rüber. Ich will euch sagen, warum es nicht sexy ist. Was? Weil hier eine Öffentlichkeit ist. Ach, dann ist es nicht. Ja, nee, das darf sich nur in deinem Kopf abspielen. Das ist eine Hafenkneipe in Hamburg. Wir sind gerade mal 15 Leute außer uns. Ja, aber ich würde mich nicht trauen, den Fuß sexy zu finden, selbst wenn er sexy wäre. Aber wenn ich jetzt meinen Schuh mal wegschmeiße, ne? Wenn du das jetzt sehen würdest und wir wären nicht in einer öffentlichen Hamburger Kneipe, würdest du sagen, boah. Sieht toll aus. Wunderbar. Ja? Eher gut? Eher und wenn sehr wir sagen gut. Jetzt mal so, du gehst bitte nicht so nah dran. Nein, Tobi, nur so, dass man so erkennt, was ich hier mache. Nee, Max, interessierst du dich denn für Klamotten eigentlich, Helmut? Ja, ich habe mal, als ich meine, bei mir sieht der schönste Anzug am zweiten Tag so aus, als hätte ich 14 Tage drin geschlafen. Woran liegt das? Ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich habe da nicht das Talent, an wie Mastroianni Anzüge zu tragen. Wir wollen singen. Ja, das finde ich ja. Ganz toll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, soll ich sagen, warum wir singen wollen? Ich war als ganz junger Mensch in München und habe damals für amerikanische Musik wahnsinnig geschwärmt, weil die Amerikaner waren frisch da. Und ich dachte, Frank Sinatra und Nat King Cole und Ella Fitzgerald, ich habe diese Evergreens geliebt. Und dann hatte das, da gab es eine Tabu-Kette von Herrn Blatzheim, eine Lokalkette, die hieß Tabu, das war dann der böse Stiefvater übrigens von Romy Schneider. Ich habe sie später auf ihn angesprochen, die konnte den überhaupt nicht leiden, weil der sie ausgebeutet hat und ihr auch das Geld, das sie verdient hat, weggenommen und sie nicht sehr gut gehalten hat. Wir wollen doch nur singen. Ja, pass mal auf, einen Satz noch. Und da bin ich in dieses Blatt. Bist du mit deiner Frau, wenn sie sagt, Schatz, wollen wir Sex haben? Ja, pass mal auf, folgendes. Aber ich meine, ich wusste nicht. Ich wusste nicht, dass Singen für dich Sex ist. Bisschen gut, doch. Okay. Für mich ist Singen dann Sex. Dann lass uns singen. Aber für dich ist von Höchstchen auf Stöckchen kommen, es fängt eine Geschichte an und du, die ist wirklich dann lang, ne? Aber ich höre dir lang, auch gerne ja. Zu. Nein, nur aber, noch einen Satz. Ja, okay. Ich habe da, ich hab da Frank Sinatra gesungen, Night and Day. Oh, und auf der Bühne, wunderbar. Ich habe aber zu hoch angefangen. Ich habe eine sehr nachdem ich bei der Steigerung Night and Day kam ich nicht mehr so hoch und musste abbrechen, habe mich so blamiert und seit der Zeit habe ich eine unerfüllte Sehnsucht, was zu singen. Und singen in der falschen Tonart ist wie schreiben ohne Bock zu haben. Deswegen haben wir uns die Tonart ja rausgesucht vorhin und gehen jetzt mal rüber. Jawohl. Ohne eine Geschichte zu erzählen. Wir gehen einfach. Wie gesagt, mit dem Vater von Romy Schneider ausgegangen. Ja, den fragen wir nachher. Inzwischen, die Sache ist so ausgegangen. Ist ja völlig, da war ein Gedankensprung. Ihr redet, ich bereite
vor. Dass in manchen Büchern Stellen geschwärzt werden müssen, die über ihr Verhältnis zum Vater so war es. Sind wegen hättest du mich gefragt, Unstimmen. Hätte ich das gleich ja, gesagt. Okay. Wir können ja, es gibt übrigens ein kleines Instrumentalstück, da können wir so ein bisschen leicht so antanzen dann. Ne? Und dann kann die Band mal anfangen. Es fängt schon so schön an, finde ich. Ja. Bist du aufgeregt? Helmut? Unforgettable. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me never before. Has someone been more unforgettable in every way? And forevermore. That's how you stay. That's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Machst es so toll, komm, wir schmufen. That's what you are. Unforgettable. Jetzt geht's weiter mit dem Rest. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. A cappella klappt nie so gut. Ich finde. Nur den Refrain. Die letzten drei, genau. Unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. Thinks that I am unforgettable too. Es macht so Spaß! Toll, 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 toll! Danke. Ganz toll! Ich nehme dich ab. Danke. Jetzt aber! Jetzt kommst du nicht mehr zurück. Jetzt aber! Und dann können wir uns da schön drauflesen. Genau so. Jetzt so gehen wir in den Stuhl.
So. Hab ich denn... That's my darling. Oh God, it's incredible. Vorsicht, das Bier. Ich hab alles im Blick. Hast du alles im... Jetzt sind die Füße wieder schön. Ja? Ja. Sie haben dir gerade zugelacht, hast du es gesehen? Weil du ihnen so viel Beachtung schenkst. Und die Knie sind gleich nebenan. Die wären dann da. Aber ich würde sie dir nie zeigen. Nie. Oh. Ach so. Das Lachen ist übrigens total super. Warum hast du nicht die Heidenreich-Sendung Lesen übernommen? Oder hat dich etwa keiner gefragt? Es hat mich keiner gefragt. Ich verstehe es nicht. Ich finde dich so unterhaltsam und so lustig und so toll. Also ehrlich, du musst doch eine Sendung machen. Ehrlich, diese Heidenreich-Sendung hätte mich erwischt, als ich schon über 70 war. Und das habe ich mir ehrlich gesagt nicht mehr zugetraut. Aber sie haben mich sowieso, Reich hat mal gefragt, würdest du denn einspringen? Ich habe gesagt, entschuldige Marcel, ich bin 72, soll ich da ein? Du hast recht. Ja. Und er auch nicht? Wir nehmen die nächste Frage. Wärst du lieber der schönste Mann Hamburgs, aber strohdoof, oder der Schlauste, aber zum Fürchten hässlich? Also ich wäre gern der schönste Mann Hamburgs und strohdoof. Ehrlich? Ehrlich. Doof ist glücklich. Und es, ja, okay. Mir geht's total gut. Ich bin so unglücklich heute, verdammt bin ich unglücklich. Was ist das Geheimnis einer langen und glücklichen Beziehung? Oh. Also ich habe die silberne Hochzeit hinter mir und wir waren schon vor 5 Jahren zusammen. Ich glaube, sehr viel Geduld der Frau mit dem Mann und sehr viel gemeinsame Interessen. Mhm. Wenn es denn in der Unterhaltung langweilig wird? Dann kann man ja Fernsehen oder lesen. Beide lesen wir gerne. Ach so, deshalb! Wo haben Sie so singen gelernt? Oh. Kann ich nur ehrlich antworten, bei dir. Nenn die 3 wichtigsten Bücher deines Lebens. Ach komm, langweilig. Lass uns was anderes nehmen. Man ahnt ja, was kommt. Was finden Sie schlimmer bei einer Frau? Oh, pupsen oder schnarchen? Das finde ich spannend. Also ich will mal ehrlich sagen, wenn man eine Frau mag und lange kennt, ist beides nicht schlimm. Aber so am Anfang, wenn man auf einmal Anfang, so ja. hört? Und ich meine, am Anfang... Ich hatte also die Anfang... Ihre Frau macht das doch nicht. Nein, meine Frau macht das, um Gottes Willen nicht. Beides. Also das eine schon gar nicht und das andere nur sehr zart, aber gut. Ich meine, aber nein, ich möchte mal sagen, wenn man sich kennenlernt, also eine der schlimmsten Erlebnisse, man ist mit einer Frau zusammen und ist in einem Hotelzimmer und hat sie gerade erst kennengelernt und dann geht man ins Bett und dann denkt man, um Gottes Willen, ich muss jetzt auf die Toilette vor dem Auf. Dann habe ich mich angezogen und bin runtergegangen, um nicht diese Intimsphäre, weil das ist ja eine schreckliche Intimität. Frauen kriegen in solchen Fällen immer chronische Obstipation, da geht gar nichts mehr. Die Darmperistaltik ist auf null, und zwar durch die Psyche und das über Wochen. Ja, das können Frauen. Das ist etwas... Man fragt sich auch, wo es bleibt, aber es geht. Es ist etwas sehr Schwieriges. Ja. Also, Männer ziehen sich dann an und gehen nach unten in die Lobby und gehen da. Und treffen Frauen da, ja, legen Männer einfach lahm. Nein, Männer ziehen sich an, gehen in die Lobby, gehen runter, treffen dort eine schöne Frau, kommt nie wieder aufs Zimmer. Wenn die Frau mit ihrer chronischen Obstipation dahin darbt in ihrem Hotelzimmer. Das war nur ein schlechter Witz, okay? Okay? Macht ihr doch mal bitte Sexgeräusche. Nein, das machen wir nicht. Ne? Nee, machen wir das? Nee, nein, nein, nein. Okay, haben es intelligente Menschen leichter in der Gesellschaft? PS, ich habe es immer schwer. Als ich den ersten Teil der Frage hörte, wollte ich antworten, keine Ahnung, weiß ich nicht.
meine, aber das hat er mir abgenommen. Wie mit einem guten Buch, ne? Ja. Man muss nur durchhalten. Wollen wir uns nochmal Musik anhören? Darf ich mal die Basta-Jungs reinbinden? Bitte, begrüßt mir! Basta! So, haben wir noch nicht da! Ein Kollege ist noch auf dem Klo. Natürlich, aber ich verhältnis dazu. Okay. Wer war es denn? Wer war auf dem Pott? Wie, wer war? Warst du auf dem Pott? Nee, nee, nee. Da du? Da auch nicht. Du? Nein. Du? Nee. Du? Ich auch nicht. Er war's, oder? Nein, ich war's nicht. Ich habe ja gesagt, er ist auf dem Pott. Also er. Jungs, ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach mal und sag gar nichts mehr. Basta, Applaus! Dankeschön. Bratislava. 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 Komm ich in den Disco-Club hinein, sagen alle anderen Männer nein. Alle Frauen seufzen auf, denn bald lieg ich auf ihnen drauf. Er ist ne geile Sau, so will es jede Frau. Er hat den Krieger mit Pullover. Ich bin der Bratislava Lover. Ich bin der Bratislava Lover. Ich hab doch gar keinen grün-gelben Pullover an, das kann man doch sehen. Ich bin der Bratislava Lover. Lover will ich nicht sein, der kann ja nur bei Sonnenschein. Ein Latin Lover braucht niemand mehr, man will ihn nicht für den Verkehr. Man will den Bratislava Lover. Ja, 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 Bratislava Lover. Ja, ja, Bratislava Lover. Love.